so simpel wie es ist, mit dem NES-Zapper auf dem Bildschirm zu schießen, so unfassbar spaßig ist es auch. Obwohl es ja kaum Content bietet, kommt man immer wieder zurück. Da die Präsentation mit den Enten, den Hund und diesen ganzen Musik-Jingles einfach kultig ist und immer wieder für eine Runde gut. Aber die 16-Bit-Zeit brach an und somit musste man eine Stufe höher gehen im Lightgun-Sektor. Statt einer Pistole gibt es jetzt die Super Scope, eine Bazooka mit Zielfernrohr. Und so wie Nintendo eben ist oder war, bringen sie immer zu einem Gadget, versuchen sie ein echt cooles Spiel zu machen, was interessant ist und dann doch ziemlich gut ist. Wie dann hatte man zum Beispiel beim Rumble Pack Lilat Wars bzw. Star Fox 64, mit der Wiimote hatte man Wii Sports, selbst sowas wie die Super Nintendo Maus hatte man Mario Paint, was mich als Kind trotzdem stundenlang beschäftigt hat, obwohl es eigentlich nicht wirklich viel bietet. Und dann hatte man eben den Super Scope. Das Interesse fiel an diesem Gadget ein bisschen. Also dachte sich Nintendo, wir droppen jetzt noch ein Spiel und klatschen irgendwas mit Mario und auch Yoshi hin, denn das sind große Namen auch damals schon und die Leute kaufen es dann schon und deswegen entstand Yoshi Safari. Das Ganze spielt sich aber nicht wie gewohnt im Pilzkönigreich ab, sondern im Juwelenland. Der König, Prinz und die 12 Edelsteine, die das Königreich schützen, wurden von Bowser und seinen Kids entwendet. Die Prinzessin schickt Mario und Yoshi los, um ihren Freunden zu helfen. Mario lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen. Da er den Super Scope schon im Anschlag hat, passt das ja perfekt, dass jetzt ein Abenteuer bevorsteht. Und los geht es ins erste Level. Die Perspektive ist aus Mario seiner Sicht. Vor euch seht ihr Yoshi seinen Hinterkopf. Statt wie auf dem NES auf Enten, schießt ihr hier eben auf Gegner aus dem Mario-Universum. Hier warten jetzt erstmal fliegende Goombas auf euch, die aber schon teils sehr aggressiv sind. Das Y steht für die Anzahl von Yoshis sein Leben. Darunter die Münzen, ab 60 gibt es ein Extra-Leben. Die Lebensanzeige ist klar und die Power-Anzeige geht drunter, je nachdem wie schnell ihr schießt. Bevor wir noch tiefer ins Spiel einsteigen, was ich richtig cool finde, es gibt einen Koop-Modus. Der erste Spieler schießt und der zweite Spieler kann Yoshi steuern und ich finde das für damalige Verhältnisse eine echt coole und interessante Koop-Mechanik. Ziemlich am Anfang zeigt euch das Spiel auch, dass ihr hier und da die Option habt, eine andere Route zu nehmen. Je nachdem, auf welche Seite ihr die Blockierungen schießt. Der erste Zwischenboss ist ein Hammerbruder. Die haben mich bei Super Mario Bros. Schon sehr genervt. Aber hier ist das Angriffsmuster bei Weitem nicht so nervig, da ihr die Hammer, die auf euch zufliegen, einfach abschießen könnt. Der erste richtige Bosskampf ist Lemmy in seinem Megasword. Sieht zumindest so aus. Hat auch mehr als nur eine Phase. Finde ich auf jeden Fall sehr charmant umgesetzt. Okay, ein Level geschafft. Jetzt kommt etwas, was ich merkwürdig finde. Es kommt ein Bildschirm für den Highscore und Mario schießt auf Yoshi. Als hätte er Gefallen am Schießen gefunden, armer kleiner Dino. Die Levels sind doch sehr repetitiv aufgebaut. Yoshi läuft eine Strecke entlang und ihr schießt. Aber gut, ich darf es dem Spiel auch nicht zum Vorwurf machen, es ist ja so gesehen immer noch ein Rail-Shooter auf einer 16-Bit-Konsole. Durch Sprungfelder, Dash-Zones und die Möglichkeit, sich mal einen Weg auszusuchen, bringt's doch ein wenig Abwechslung mit rein. Zumindest ist es wirklich hübsch mit der Grafik, schön knallbunt und toll gemachte Sprites. Auch bekommt man die volle Palette von Bowser sein Fußvolk ab. Goombas, Koopas, Bomb-Ops, Bloobas, Kugelwillis. Als Liebhaber der Super Mario Reihe ist es immer wieder schön, alte bekannte Charaktere wiederzutreffen. Items stehen auch eine Handvoll zur Verfügung. Der Pilz gibt Energie, die Feuerblume erweitert den Schuss und der Stern macht, naja, unverwundbar. Gibt auch noch Items, die wichtig für einen Bosskampf sein können. Wie die Uhr, die euch zusätzlich Zeit verschafft. Oder so eine Art Frucht oder Nuss, die den Schaden, den Yoshi erleidet, reduziert. Ihr seht, für das, was es ist, ist es eigentlich in Ordnung. Man hat eine tolle Grafik, bekannte Gesichter, ein doch etwas spaßiges Gameplay und toll gemachte Welten. Aber was es für mich herausgerissen hat, ich wollte immer wissen, was ist der nächste Endboss. Klar kennt man ja auch die Koopa Kids und so. Aber sie sitzen in diesem Spiel eben in so Power Ranger-artigen Swords und Fahrzeugen. Und da wollte ich einfach immer wieder wissen, okay, was kommt jetzt für ein verrücktes, abgefahrenes Sword-Ding? Da hätten wir zum Beispiel Ludwig in einen riesigen Roboterschildkröte, die aus ihren Augen schießt. Ein Mecha-Blooper, der mich fast schon ein bisschen an alte Godzilla-Filme erinnert. Aber es sind nicht nur große Swords-ähnliche Dinger oder Metal-Gegner, auch Kamet, Buhu oder Chuck kommen als Boss-Gegner vor. Mir machten die einfach sehr viel Spaß und war jedes Mal wieder ein Highlight, welcher Bosskampf mich als nächstes erwartet. Aber vom Design her toppt wohl keiner Bowser seinen Super-Mega-Suit. Muss man sich jetzt Yoshi Safari inklusive Super Scope kaufen?
Ich denke nicht. Ich will auch gar nicht wissen, was beides heutzutage kostet. Wahrscheinlich auch sehr kostspielig. Und ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr so Mühe und vor allem den Kostenfaktor aufbringen will, um alles mal gespielt zu haben. Ich bin ehrlich, ich habe es auf dem Emulator gespielt, als Steuereinheit eine Maus benutzt und es hat auch super funktioniert und damit auch Spaß gemacht. Würde es Nintendo so mal anbieten, hätte ich es natürlich so mal gekauft, aber eben dieser Kostenfaktor im Retro-Bereich will ich teilweise nicht mehr mitgehen. Das war auf jeden Fall Yoshi's Safari, ein netter Spaß, den man sich mal antun kann. Deswegen wollte ich euch auf meiner Reise hier mitnehmen, wie ich dieses Spiel erlebt habe. Das Einzige, was mir Kopfschmerzen gemacht hat, war dieses Schussgeräusch. Und das hört man ja eigentlich nonstop, da es in dem Spiel um nichts anderes geht. Deswegen lasse ich euch jetzt zurück am Schluss hier mit ein paar Eindrücken, wie sich dieser Schuss anhört.